Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Stream-Highlight-Kanal. Ja, Freunde, gestern konnte ich leider im Stream nicht auf Videos reagieren, weil ich bei einem FIFA-Turnier mitgespielt habe und danach direkt rüber gehostet habe. Aber wir wollen ja auf diesem Kanal Daily Uploads haben und wir ziehen auch hier richtig durch. Und deswegen lasst einen dicken Daumen nach oben da für Daily Uploads hier. Kuss geht raus an der Stelle. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch gerne die Glocke. Und wir reagieren heute auf das Video Smart or Cheating im Fußball. Da haben ein paar Spieler anscheinend ein paar Dinge gemacht, die entweder schlau oder ob sie ja, Cheating waren. Ja, gucken wir mal jetzt rein. Schauen wir uns das mal an. Let's go. So. Zum Beispiel vielleicht Elfmeterpunkt, irgendwas da so zack, zack, zack gemacht, damit der Gegner verschießt und was weiß ich was. Gucken wir uns das mal an. Oh. Darf man das? Das zählt, ne? Oder? Van Persie. Das check ich nicht. Warum schießt der Keeper denn dann da? Hä? Ohne Sinn. Ronaldinho hat es auch gemacht. Smart or Cheating. Ah, okay, okay. Schwierig. Was würdet ihr sagen bei der Stelle gerade? Ich würde sagen, es ist eigentlich schlau, weil Keeper... Hä? Ach, der hat es quasi ausgeführt schon so. Lol, das zählt auch noch. Ball was put in play. Ja, der Ball war am Stehen, er hat gepasst. Dirk Kuyt, Alter, Legende. Was macht der? Schießt der jetzt direkt? Hä? Na, ist doch gar nicht freigegeben, oder? Oder doch, der hat den freigegeben. Der hat den freigegeben. Ronaldinho. Also ich finde, das darf man. Da muss der Keeper schon selber drauf aufpassen. Was soll er machen? Boah, Bruder, einfach Taschenrechner. Ich habe gar nichts gesehen. Was war das? Ach, das war die Handmitnahme von Henri. Stimmt. Das, finde ich, ist schlau. Weil, klar, es ist auch indirekt Cheaten, aber macht das erstmal, ohne dass das jemand sieht. So. Also, die, okay, der Keeper hat es vielleicht gesehen und ein, zwei andere so, aber der Rest nicht. Schön, schön den Elfmeterpunkt. Modest, Modest. Ach geil, einfach verschossen. Ich schwöre, das ist schlau. Richtig schlau. Lol, der springt einfach mit seiner Hand dahin. Der springt einfach mit seiner Hand dahin. Mbappé, der Schlawiner. Jetzt noch ein Panner geben. Das wäre krass. Einfach ein Panner geben. Verdient gelb. Verdient gelb ist ein Zeitspiel. Boah, der beste Einwurf aller Zeiten, Mann. Da muss er selber lachen. Ey, mir ist das früher auch passiert im Verein, Digga. Einfach mal so falscher Einwurf. Jetzt guckst du. Ja, ist eine Zeit, ne? Ist eine Zeit. Sein Blick. Moving the Vanishing Spray. LOL. Als ob das jetzt was gebracht hat, hä? So ein Millimeter. Okay, wenn das so 2-3 Meter wären, okay, aber so? Wahnsinn, Alter. Ach, zweiter Ball einfach drin. LOL. Wie schlau. Der macht das einfach extra, damit der Schiri abpfeift. Damit kein Konter passiert. Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Oh mein Gott. Einfach kein Abseits. Es ist kein Abseits. Beim Einwurf gibt es ja kein Abseits. Krass, der geht einfach. Das Tor kenne ich gar nicht, ne? Der trinkt einfach beim Keeper. Wahnsinn. Was geht mit Nani ab, Alter? Ach so, weil der gespielt war. Ach du. Ey, Bruder, was für Sachen da passieren, ne? Was für... Der hat doch die Hand von dem einen genommen und sich selber in die Fresse gehauen, ne? Stimmt, stimmt. Rooney. Ach, stimmt.
The laser pointer. Das ist scheiße, sowas. Sowas ist richtig scheiße. Sowas ist richtig scheiße mit den ganzen Laserpointern und sowas. Trotzdem reingemacht. Sag mir. Oh, Neymar, der Arme hat echt so eine scheiß Verletzung, ey. Ich hoffe, der kommt wieder schnell auf die Beine. Oh, was geht denn da ab? Oh, der macht ihn aber nicht. Suarez, Junge, der Beißer. Penalty-Spot sabotaged by Southampton Players. Guck mal, wie jung da Harry Kane noch aussieht, ne? Boah, Bruder. Einfach dritte Etage. Ach, weil die es am Arsch gemacht haben. Guck mal. Ich schwöre, das ist schlau. Blau, alles Taktik. Fußball ist so viel Taktik. Do you consider tactical fouls cheating? Taktische Fouls sind schlau. Du kriegst zwar eine gelbe, aber du hast dadurch keinen Konter. Ja, okay. Boah, es gibt so eine rote Karte. Oh, dafür kein Tor, ne? Das ist auch mal so ein Ding. Auch bei FIFA weiß ich nie. Nehme ich lieber die rote Karte mit oder lieber ein Tor kassieren? Dann denke ich mir, lieber rote Karte mitnehmen. Das war auch die Hand Gottes von Messi. Schon so lange her, ne? So lange her, ne? Wahnsinn. Wieder zum Schiedsrichter guckt, Alter. Bless my Tweety. Bless mir doch ein. Alter. Wie klein war der Keeper, bitte? Mario Mandzukic. The whole Croatian team is outside the pitch. Ach, krank, Digga. Ey, Leute, ich habe so viele Sachen schon vergessen, ne? Ich hab das nicht gesehen, ich weiß es nicht, ey. El Adriano. Nach dem Motto Fair Play. Ach, geil. Ach, geil. Zu gut. Boah, Junge. Was zur Hölle. Was zur Hölle, verdammte Scheiße, ey. Wo die ganzen Spieler kommen und sagen, was ist das denn für eine Scheiße, was machst du da? Weil wir einfach den Keeper irritieren. Darf man das? Hä, darf man das? Und dann geht der rein, ey. Guck mal, der geht nochmal zum Keeper, ey. Auf einmal kriegt der Krampf. Was ist das denn für eine rote Karte? Einfach runde rote Karte. Junge, geiles Video, Alter. Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, Freunde. Abonniert den Stream-Highlight-Kanal und wir sehen uns später im Stream. Denkt dann auch, meinen Stream-Highlight-Kanal auszuchecken, Freunde. Einfach ganz oben in der Videobeschreibung. Mein Stream-Highlight-Kanal, meinen Twitch-Kanal auszuchecken. Dort streame ich so gut wie jeden Tag. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch diesen Kanal. Ich bin raus, haut rein und ciao.